Heute bei Schmecksplosion. Lilly kocht mit ihrer Freundin Chiara einen norddeutschen Klassiker. Die beiden kaspern ordentlich rum und würzen kräftig, sind beim Ergebnis aber ganz unterschiedlicher Meinung. Boah, schmeckt sehr gut. Viel Fleißarbeit. Gott, wie viel nimmst du immer? Ja. Aber auch genug Zeit für beeindruckende Küchenakrobatik. Moin Moin, ich bin Lilly. Ich bin 11 Jahre alt, komme aus Hamburg und koche heute was typisch Norddeutsches. Ich mag an Hamburg, also den Hafen. Es riecht da so schön, also es riecht irgendwie nach Fisch, aber es riecht auch irgendwie ein bisschen salzig und süß. Ich liebe Mr. Pomeroy, weil das ist also so ein kleines braunes Pony. Das macht mir ganz doll Spaß, also reiten. Und ich mag gern Fußball spielen. Ich spiele jetzt erst zwar seit einem Jahr, aber mein Trainer sagt, wir sollten halt bei der Hamburger Meisterschaft mitmachen. Und da sind wir dann halt Hamburger Meister geworden. Hamburg liegt in Norddeutschland und hat einige Rekorde zu bieten. Ein Containerhafen, in dem die größten Schiffe der Welt einlaufen. Die Kirche, genannt Michel, mit der größten Turmuhr Deutschlands. Die Speicherstadt, das größte Lagerhaus der Welt. Und den Hamburger Dom. Das ist keine Kirche, sondern ein riesiger Jahrmarkt. Die Mädchen heißen hier Dern und wer Pleatsch ist, ist ganz schön schlau. Und Karl Hagenbeck baute hier den weltweit ersten Tierpark ohne Gitter. Es gibt dann auch noch so einen Spruch. Sadie Betty Lotte Bane bummeln. Das heißt, setz dich Betty, lass die Beine baumeln. Das hat mir meine Mutter mal erzählt und meine Oma halt auch. Und da habe ich mir das halt so gemerkt und ja. Ich koche heute friesische Holundersuppe mit Grießklößen. Das ist so ein Rezept von meiner Oma. Lilly kocht aber heute nicht mit ihrer Oma, sondern mit Chiara. Wir sind schon seit dem Kindergarten befreundet. Also sie war eigentlich meine erste so richtige Freundin. Ich finde, Chiara ist ein bisschen verrückt. Mit ihr ist es einfach immer lustig. Und er kann es nicht langweilig sein, weil uns beiden immer irgendwas zusammen einfällt. Das ist das Schöne daran. Ich finde gut an Lilly, dass wir über alles reden können, dass wir zusammen lachen können, aber auch Quatsch machen können. Ich habe noch nie Holundersuppe gegessen und also ich freue mich darauf, wie das schmecken wird. Doch vorher geht es über Stock und Stein und Alsterkanäle zum Einkaufen. Wir brauchen 2 Flaschen Holundersaft, 1 Zitrone und 1 Flasche Apfelsaft. Zitronen sind da vorne. Eine, ne? Eine. Wie groß? Ja, die hier. 2 Flaschen Holundersaft. Hier ist Holunder. Okay. Was ist das? Ja. Hallo. Hallo, guten Tag. Das möchte ich dir kaufen? Ja. Okay, dann bekomme ich bitte 9,23 von euch. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt können die beiden loslegen mit der friesischen Holundersuppe. Ich würde sagen, das stellen wir mal hier hin. Ich glaube, das wird ganz gut. Es gibt relativ viele kleine Aufgaben, die wir uns dann immer so aufteilen können. Und ich glaube, Chiara wird das auch gut machen. Okay, wir machen erst die Grießklöße. Pack das mal zur Seite. Für die Grießklöße brauchen die Mädels als erstes genau 125 Gramm Butter. Die muss man nachher cremig rühren. So. Aber wie ist das richtige Vorgehen? Ist jetzt unnötig. Wieso wiegen wir das ab, wenn wir eh schon wissen, dass es die Hälfte ist? Weiß nicht, macht Spaß. Brauchen wir das Rührer-Dings-Bums? Das Rührer-Dings.
Ah, das Rührer-Dings. Ah! Ein Handmixer also. Da gehören aber noch so Dinger, Schneebesen dran. Toll, hier sind sie. Mach mal so, halt mal so fest. Es muss cremig werden. Das sieht jetzt schon cremig aus. Egal. Das war doch schon von Anfang an cremig. Na gut. Und jetzt? Eier und Eigelb. Wir haben vorgestern noch mal üben wollen und hatten aber keine Eier. Und ohne Eier konnten wir leider nicht üben. Deshalb haben wir Trockenübung gemacht. Und jetzt, sie hofft einfach, dass es geht. Sie ist ja auch spontan nebenbei. Geht schon. Also spontan jetzt Eigelb vom Eiweiß trennen. Genau nach Rezept. Oh, dieses Wabbelding will da nicht runter. Hat das Ei. Das geht nicht ab. Okay. Ja, du kannst das hier als nächstes machen. Also das da reintun. Mach ich den Zucker. Ja. Globber. Globber, Globber, Schwabbel. Außerdem kommen noch drei ganze Eier dazu, etwas Zucker und eine Prise Salz. Lecker. Mission Impossible. Das ist doch mal lecker. Und der Hartweizengrieß darf natürlich nicht fehlen. Willst du mal probieren? Da ist ein Haar. Iiii. Ja. Boah. Sehr gut. Chiara und Dilly passen einfach toll zusammen, weil sie sich ganz toll ergänzen. Kriegen es gut gebacken. Das muss jetzt ein bisschen ruhen. Die Grießmasse hat also Pause und Lilly und Chiara setzen schon mal das Wasser für die Klöße auf. Müssen wir jetzt aufkochen? Müssen wir kurz ein bisschen warten. Ich hab eine Idee. Ah, ja. Tada. Eins, zwei, drei, vier. Die Wartezeit mit spontaner Becherakrobatik überbrückt und dann? Fangen wir an mit den Klößen. Ich habe schon mal gekocht, aber wir haben Weichweizengrieß gekauft. Und da man ja die Klöße in das Wasser, in das heiße Wasser tun muss, wo die eigentlich ungefähr nach 15 Minuten hochkommen, das ist mit denen aber nicht passiert, sondern die sind auseinandergebröckelt. Okay. Weil man ja aus Fehlern lernt, ist heute der richtige harte Grieß am Start. So. Nimmst du mal so ein bisschen, ich zeig dir es einmal. Nimmst immer. Die sollen relativ klein werden. Formst den dann so ein bisschen. Machst vielleicht so große Klöße, weil die gehen auch noch ein bisschen auf. So, und dann lässt du die so ins Wasser und irgendwann kommen die dann hoch und dann sind sie fertig. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir müssen ja alle Klöße formen. Und die müssen wir dann alle ganz schnell reintun. Und ich glaube, das wird so ein bisschen hetzig, aber ich glaube auch, das wird lustig. Na dann Mantau, wie der Hamburger sagen würde. Zügig die Klöße formen und ab ins Wasser. Sollen ja alle gleichzeitig gar werden. Wie geht's? Die gehen ja ein bisschen kaputt. Also du machst. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen mit diesen komischen Klößen. Die Klöße köcheln jetzt vor sich hin. Aber die friesische Holundersuppe muss auch noch zubereitet werden. Wenn da nicht eine besonders zickige Holundersaftflasche wäre. Du es auf. Oh. Meine Hände sind so. Ich hab's ein bisschen. Mit der Hand kann ich das nicht. Meine Hände sind auch so glitschig, ne? Ja.
Okay, Plan B muss her. Mutti ist die Beste. Endlich kann der Holundersaft raus aus der Flasche und rein in den Topf. Noch eine Saftflasche. Bravo, beim ersten Versuch. Dann kann auch der Apfelsaft dazu. Jetzt kommt eine besondere Zutat. Abgesehen davon, dass sich mit Zimtstangen lustige Dinge anstellen lassen, spielen sie in Lillis Holundersuppe eine wichtige Rolle. Meine Star-Zutat ist Zimt, weil diese Holundersuppe ist eigentlich relativ sauer. Und wenn man dann eine Zimtstange da reintut, dann wird das Ganze so ein bisschen weihnachtlicher, ein bisschen süßer und einfach leckerer. Und das ist Zimt. Lillis Star-Zutat ist heute also Zimt. Zimt ist eines der ältesten Gewürze der Welt und war früher sehr teuer, weil es schwer herzustellen ist. Um Zimt zu ernten, wird die Rinde der Zimtbäume in dünne Schichten geschält, getrocknet und zu Pulver oder Stangen verarbeitet. Pur ist es ziemlich scharf. Bei uns wird Zimt besonders gerne auf Milchreis oder Pfannkuchen gegessen und sein Geruch erinnert an Weihnachten. Kann schon richtig probieren. Fehlt auf jeden Fall noch Zucker, schmeckt irgendwie so sauer. Genau. Gut, so ist gut. Super, die Gäste sind nämlich schon eingetrudelt. Lillis Freundinnen Emily, Helena und ihre Cousine Lotte freuen sich schon auf das gemeinsame Essen. Ich glaube, es wird gut schmecken, weil die zusammengekocht haben und beide, glaube ich, sehr gut kochen können. Und ja, es wird wahrscheinlich sehr lecker schmecken, weil ich gerne Holundersaft auch mag. Ich bin auch neugierig darauf. Okay. Damit es auch ein richtiges Gesamtkunstwerk wird, decken die Köchinnen ganz sorgfältig den Tisch. Die Mädchenbande soll die Suppe ja nicht in der Küche aus dem Topf löffeln. Und dann? Vorhang auf für die friesische Holundersuppe. Mit Grießklößchen. Was für eine knallige Farbe. Haben Sie Angst vor dem Urteil? Sie sind ja nur Mädchen. Unter Mädchen bewertet man das, finde ich, also nicht so richtig streng. Und ich finde, es hat gut geklappt. Ja, finde ich auch. Booyah! Achtsam tragen Sie das Festmahl herein. Kein Tropfen darf auf die Kleider. Das geht nie mehr raus. Also wir haben heute für euch friesische Holundersuppe mit Grießklößen gekocht. Guten Appetit. Und? Erfüllen Suppe und Klößchen die Erwartungen der Gäste? Ich finde, die Kombination Holundersuppe und Grießklößchen ist eine sehr gute Kombination. Es schmeckt sehr gut zusammen. Die Grießklößchen hatten nicht so eine, also die waren ein bisschen unförmig sozusagen. Also die waren nicht komplett rund, aber sonst war da eigentlich alles okay. Wen interessiert die Form, wenn's schmeckt? Und alle scheinen mehr als zufrieden zu sein. Ich fand, Lilly war eine sehr gute Chefin. Sie hat mir auch immer gesagt, also ich stand da nicht blöd rum in der Küche und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Applaus für eine gelungene norddeutsche Schmecksplosion. Wenn ihr auch mal friesische Holundersuppe mit Grießklößen kochen wollt, dann geht auf www.schmecksplosion.de.